In den letzten Wochen und Monaten ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben die Schule abgeschlossen, hatten Geburtstag und haben unsere Differenzen trotzdem nicht beiseite gelegt. Serena ist selten zu Hause. Ich weiß nicht, was sie den ganzen Tag macht. Um ehrlich zu sein, reden wir überhaupt nicht mehr miteinander. Aber zwischen Oliver und mir könnte es nicht besser laufen. Und hier sind wir nun in Windenburg bei unserem Schneewittchen Snow und ihrem Prinzen Oliver. Die beiden sind mittlerweile junge Erwachsene und noch immer unsterblich ineinander verliebt. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Oliver hat Snow hier hingebeten und gesagt, er hat eine Überraschung für sie. Sie hat noch nicht die geringste Ahnung, um was es sich dabei handelt, aber natürlich möchte auch sie ihrem Schatz etwas zurückgeben und deshalb hat sie für die beiden einen Picknickkorb gepackt. Ich habe jetzt leider nur Käse und einen Gartensalat mit, weil leider haben Snow und Serena keinen Ofen und deshalb konnten wir kein Brot oder Kuchen oder sonstiges backen. Und jetzt haben die beiden ein neues Gefühl miteinander. Picknickbindung, Verbundenheit. Snow hat ein schönes Picknick mit Oliver genossen. Gutes Essen in der Natur kann die Freundschaft fördern. Warum sind die beiden so unglaublich süß? Und dann werden die beiden eine tiefgründige Unterhaltung miteinander führen. Sie reden über ein mögliches gemeinsames Zuhause, über Kinder, über ihre Traumjobs und merken mal wieder, sie passen einfach perfekt zueinander. Und dann bittet Oliver Snow aufzustehen und nun passiert etwas, womit sie niemals gerechnet hätte. Oliver fragt Snow, ob sie ihn heiraten will. Und Snow sagt ja. Und somit sind die beiden verlobt und steuern auf eine gemeinsame Zukunft zu. Ich freue mich so. Ich glaube, das wird so eine unglaublich schöne Hochzeit. Schreibt mir übrigens gerne in die Kommentare, wie die Hochzeit sein soll. Also soll es eine große Hochzeit sein, eine kleine? Sollen wir dafür ein richtig pompöses Gebäude platzieren? Oder einfach lieber eine schlichte Hochzeit im Freien? Ich bin wirklich für alles offen. Das hängt von euch ab. Aber nun ist es wieder an der Zeit, das Picknick einzupacken. Denn heute haben wir das Erntefest. Und das Erntefest ist immerhin ein Tag der Familie. Also der perfekte Zeitpunkt. Zeitpunkt für Snow, um ihre zukünftigen Schwiegereltern kennenzulernen. Tatsächlich wohnt Olivers Familie auch hier ganz in der Nähe und deshalb werden die beiden jetzt gleich mal rüberspazieren. Und der erste der Familie Whittaker, den wir hier sehen, das ist unser Bali. Snow begrüßt den Hund mal gleich, wird einmal mit ihm spielen und dann wird sie ihn einmal streicheln und ihm ein großes Leckerchen geben. Das ist einfach schon wieder so süß. Ich glaube, Snow und Oliver brauchen später auch mal Haustiere. Brauchen wir eher eine Katze oder einen Hund oder vielleicht sogar beides? Und sobald Snow ins Haus geht, haben wir hier gleich Terence Parker, also den Vater von Oliver. Bei dem werden wir uns einmal mit Howdy vorstellen. Ich hoffe, das ist eine freundliche Vorstellung. Wir werden ihm einmal Dankbarkeit zeigen und dann stellen wir uns auch noch bei der kleinen Colleen respektvoll vor. Und dann können wir ja mit allen gemeinsam einen Film ansehen. Ich weiß jetzt halt nicht genau, was familienfreundlich ist. Die Heimkehr des verlorenen Hundes. Das klingt doch toll. Oliver, Terence, Colleen und Snow werden jetzt gemeinsam diesen Film ansehen. Soweit läuft hier alles gut. Das Einzige, was ein bisschen seltsam ist, ich habe keine Ahnung, wo Olivers Mutter ist. Ich hoffe wirklich, dass es ihr gut geht, weil Terence und Colleen weinen zwischendrin immer mal wieder. Und nachdem der Film zu Ende ist, wird Snow einmal damit beginnen, das Fest mal zuzubereiten. Wir werden einen Truthahn machen und ich hoffe, dass er der ganzen Familie schmeckt. Der Truthahn ist fertig, dann werden wir mal alle zum Festmahl rufen. Snow hat übrigens nicht die geringste Ahnung, wie ihre Zwillingsschwester Serena den Feiertag verbringt. Aber ich glaube, es ist ja auch egal. Die beiden kommen ja wirklich gar nicht mehr miteinander klar. Und hier bei Olivers Familie fühlt sie sich einfach richtig, richtig wohl. Dann wird Snow mit ihrem zukünftigen Schwiegervater einmal die Erntefeststimmung teilen. Und dann werden wir einmal unsere Verlobung bekannt geben. Das machen Oliver und Snow offiziell natürlich gemeinsam, auch wenn er gerade weggelaufen ist. Und
Terence freut sich für die beiden. Snow kann es kaum abwarten, jedem von ihrer Verlobung zu erzählen. Es ist ihr liebstes Gesprächsthema, weil sie es einfach nicht mehr für sich behalten kann. Die Hochzeitsplanung kann beginnen. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach Oliver. Der schläft hier einfach schon. Wir werden ihn einfach mal aufwecken. Snow wird nämlich zum ersten Mal heute hier die Nacht bei ihm verbringen. Und sobald Oliver wach ist, sind die beiden natürlich sofort wieder am Flirten. Sie sind einfach so verliebt und überglücklich. Und sicher fällt es euch auch auf, eine Sache ist hier sehr auffällig. Baby machen, Baby machen, Baby machen. Aber ich bin ganz ehrlich, dafür bin ich noch nicht ready und ich glaube Snow auch noch nicht. Aber eine Sache dürfen wir halt auch nicht vergessen. Die beiden müssen 7 Kinder miteinander bekommen. Also lasst mir auch schon mal gern in den Kommentaren da, wann wir mit dem Babymachen beginnen sollen, damit uns die Zeit nicht davonläuft. Und nun ist der nächste Morgen angebrochen. Wir haben kurz vor 8 Uhr und Snow hat tatsächlich am längsten geschlafen. Das ist eindeutig eine Familie voller Frühaufsteher. Immerhin geht Terence hier sogar schon mit dem Hund spazieren. Oliver ist hier unten in der Küche. Wir werden gleich mal runtergehen. Ich glaube nämlich, er macht gerade für beide Frühstück. Ja, wie süß. Er hat Eier und Toast für die ganze Familie serviert. Wir werden mal alle zum Essen rufen und dann können wir noch gemeinsam mit der Familie Parker frühstücken. Aber dann werden wir uns mit Snow mal wieder auf den Weg zurück nach Hause machen. Denn einer Person muss sie natürlich auch noch von ihrer Verlobung erzählen. Und das ist ihre Schwester Serena. Und schon sind wir mit Snow wieder zu Hause angekommen. Ich bin wirklich gespannt, wie dieses Gespräch nun verlaufen wird. Und Serena kommt aus der Dusche. Dann werden wir gleich mal hingehen und sie einfach mal nach ihrem Tag fragen. Das hat ja schon mal nicht gut angefangen. Serena denkt sich schon direkt, ich habe gar keinen Bock auf meine Schwester und geht jeglichem Gespräch aus dem Weg. Wir werden es nochmal mit ein bisschen Smalltalk probieren und werden einfach mal über das Wetter sprechen. Also einfach so klassische Gesprächsthemen, die man eben führt, wenn man keine Ahnung hat, was man mit der anderen Person reden soll. Okay, gut, das hat Serena irgendwie wütend gemacht und sie schreit uns schon wieder an. Aber Snow weiß genau, dass sie es ihr irgendwann sagen muss und deshalb werden wir jetzt die Verlobung bekannt geben. Ich bin so aufgeregt. Wie wird sie wohl reagieren? Oh mein Gott, Serena hat sich einfach für Snow gefreut. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das daran liegt, dass Serena mittlerweile eben andere Sorgen hat als die Beziehung von Oliver und ihrer Schwester. Denn während die Beziehung von Snow und Oliver sich vertieft hat, hat sich auch die Beziehung von Serena und einem ganz bestimmten jungen oder eigentlich schon älteren Mann auch vertieft. Und zwar von unserem Jaden, der noch immer verheiratet ist. Und zwar mit Rosa. Und aus diesem Grund mag Serena Rosa natürlich nicht wirklich. Aber wer kann es ihr verübeln? Serena wird jetzt aber einmal versuchen, sich zu beruhigen, denn sie muss gleich zur Arbeit und da möchte sie natürlich nicht wütend auftauchen. Serena hat in den letzten Tagen nämlich viel über ihre Beziehung zu Jaden und vor allem über seine Beziehung mit Rosa nachgedacht. Und zwar stellt sie sich nur eine Frage. Wie kann ich Rosa loswerden? Das Offensichtlichste wäre natürlich eine Trennung. Und da haben Jaden und sie auch schon oft drüber geredet, aber irgendwie will er sich einfach nicht von Rosa trennen. Und langsam wird unsere Serena nervös. Sie hat doch niemand anderen als Jaden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen muss. Wirklich nicht. Ich wollte das ja alles nicht. Aber hatte ich überhaupt eine andere Wahl? Heute um 14 Uhr bin ich bei den Bishops angekommen. Wie immer habe ich geputzt und versucht, die Familie zu ignorieren. Dann ging Jaden zur Arbeit. Rosa blieb zu Hause. Pünktlich um 18 Uhr hat sie sich ihr Abendessen gemacht. Wie immer hat sie es dann für einen kleinen Augenblick unbeobachtet gelassen. Ich habe das Gift reingemacht und mich verabschiedet. Es tut mir leid, Rosa, aber nun können Jaden und ich
endlich zusammen sein.